الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wir befinden uns momentan in der dritten Nacht des Fastenmonats Ramadan. Dritte Nacht? Schon 10% des Fastenmonats Ramadan und seine Nächte sind fast vorbei? Ja. Es ist eine Chance, dass wir hier einen Halt machen und sagen, wir haben vor Ramadan bestimmt ein paar Planungen gemacht. Wie viele Gebete? Wie viele Koranlesungen, wie viele Familienbesuche, wie viel Geschwisterlichkeit, wie viele Dankbarkeiten. Dies alles hatten wir uns schon geplant. Jetzt sollen wir es mal kontrollieren. Haben wir schon 10% von unserem Ziel erreicht? Mehr? Weniger? Können wir es retten und noch mehr machen, bis wir unsere Ziele erreichen? Oder sollen wir unsere Ziele revidieren nach einer kleinen Kontrolle? Das ist das Wichtigste. Wir kontrollieren unsere Taten, bevor wir am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden und zur Verantwortung geholt werden. Auf jeden Fall, diese Chance haben wir noch zu retten. Wir haben vom ersten Tag gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat verknüpft das Fasten mit zwei wichtigen Ergebnissen. Die Taqwa, die Ehrfurcht, und die Dankbarkeit, Ash-Shukr. Die Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer Zuwendung, einer gewollten, einer erwünschten Zuwendung, die man erhalten hat oder die man erhalten wird. Diese Zuwendung kann eine materielle oder eine immaterielle Zuwendung sein. Man kann, man soll, man muss Allah dankbar sein, man kann auch den Menschen dankbar sein, man kann sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich. Am höchsten verdient Allah subhanahu wa ta'ala unsere Dankbarkeit, da seine Gaben uneingeschränkt sind. Uneingeschränkt in ihren Formen, wie uneingeschränkt in ihren Größen. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verlangt von uns diese Dankbarkeit. Sagt im Koran in Surat al-Baqarah, Vers 152, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. Eine klare Anweisung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ihm gegenüber dankbar sein müssen. Wie soll diese Dankbarkeit aussehen? Wir haben die Propheten Allah subhanahu wa ta'ala als eine Messlatte, als ein Vorbild, wie die Allah subhanahu wa ta'ala ihre Dankbarkeit gezeigt haben. Und der Koran spricht und erwähnt Ibrahim a.s. in Surat An-Nahl, die Verse 120, 121. Ibrahim war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben und einer der Anhänger eines rechten Glaubens war. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Dankbar war er für seine Gnaden, er hat ihn erwählt und zu einem geraden Weg geleitet. Über Nuh a.s. sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra, Vers Nummer 3, O ihr, die Nachkommenschaft derer, die wir mit Nuh trugen, gewiss, er war ein dankbarer Diener. Er war ein dankbarer Diener und diese Art von Dankbarkeit war dafür ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Begleiter getragen hatte und gerettet hatte. Und ihr Nachkommenschaft, ihr habt eurem Dasein zu bedanken, dass Nuh alayhi salam ausreichend dankbar zu Allah subhanahu wa ta'ala war. Und so hatte Allah subhanahu wa ta'ala eure Vorfahren mit Nuh alayhi salam getragen und gerettet. Die Propheten haben es gezeigt und wenn wir unsere Dankbarkeit ausreichend zeigen möchten, dann müssen wir vorher die Menge von den Gnaden, von der Gunst, von den Gaben Allah subhanahu wa ta'ala aufzählen. Wie viel die sind. Unser Dank, unser Dasein ist zu bedanken, dass wir noch am Leben sind, unsere Gesundheit, unser Reichtum, unsere Familie, unsere Nachkommenschaft, unsere Nachbarn, unsere Gesundheit, unsere Ohren,
unsere Augen, unsere Mündel, unsere Herzen, unsere Leber, jedes Stück unseres Lebens und unserer Organe verdient eine Dankbarkeit. Nicht nur der Mund, den Mund, die Zunge, die Zähne, die Kehle, die Stimmbänder, alles soll man aufzählen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Es ist sehr schwierig. Und er sagt in Surat an-Nahl, Ayah 16, und wenn ihr die Gunst erweise Allahs aufzählen wolltet, konntet ihr sie nicht erfassen. Wir können nicht wissen, wie viele die Gnaden Allah subhanahu, den Gunst Allah subhanahu wa ta'ala bei uns da ist. Wenn wir das nicht wissen, dann werden wir auf gar keinen Fall ausreichend Allah subhanahu wa ta'ala dafür dankbar sein. Und wenn Allah das weiß und er der Barmherzige, sagt er weiter, Allah ist wahrlich allvergebend und barmherzig. Auch wenn wir nicht ausreichend dankbar sein können, er vergibt uns, weil er barmherzig ist. Auch seine Vergebung und seine Barmherzigkeit, diese beiden Elemente verdienen von uns auch eine zusätzliche Dankbarkeit. Nicht nur, was wir bekommen haben, sondern auch seine Barmherzigkeit und seine Vergebung verdienen auch eine zusätzliche Dankbarkeit. Da, wenn wir das erreichen möchten, brauchen wir die Hilfe vom Allah subhanahu wa ta'ala. Und für die Hilfe brauchen wir auch noch eine zusätzliche Dankbarkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eines Tages mit seinem Gefährten Mu'adh ibn Jabal unterwegs. Der Prophet hat Mu'adh mit der Hand genommen und hat ihm gesagt, O Mu'adh, bei Allah, ich habe dich lieb. Bei Allah, ich habe dich lieb. Ich möchte dir eine Empfehlung geben. Halte ständig nach jedem Gebet an den Bitten zu Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, hilf mir, dich zu gedenken, dich zu danken und dich gut zu dienen. Drei Bittgebete soll jeder Moslem nach jedem der fünftägigen Gebete bitten. Darum bitten, dass Allah uns hilft, ihm zu gedenken, ihm zu danken und ihm gut zu dienen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob Mu'adh ibn Jabal in dieser Nacht schlafen gehen konnte. Der Prophet hat für ihn einen wunderbaren, schönen Satz gesagt. O Mu'adh, bei Allah, ich habe dich lieb. Bei Allah, ich habe dich lieb. Die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Garant, dass Mu'adh ins Paradies kommt. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder von euch erreicht im Paradies eine Stufe als Nachbar von seinen Liebenden. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh lieb hat, dann wird Mu'adh der Nachbar des Propheten in den höchsten Platz im Paradies sein. Nur diese Nachricht beinhaltet zwei gute Botschaften für Mu'adh. Er wird das Paradies betreten, er wird der Prophet als Nachbar sein. Auch diese Nachrichten brauchen eine andere zusätzliche Dankbarkeit. Solche nette Gestik und nette Sätze hat der Prophet an viele seiner Gefährten erzählt. Wir werden versuchen, inshallah, in jedem Abend, dass wir eine von diesem Gefährt des Propheten erwähnen in unserem Khutbah und unserem Gespräch. Aber habe ich etwas verdient, ich persönlich, Ahmed Khalifa, dass der Prophet mir so eine frohe Botschaft gibt und sagt, ich habe dich lieb? Soll ich nicht etwas noch mehr tun, dass ich die Liebe des Propheten verdienen kann, wie Mu'adh ibn Jabal die Liebe des Propheten bekommen hat? Die Dankbarkeit soll in drei Formen gemacht werden. Die Dankbarkeit durch das Herz und Gefühle, die Dankbarkeit durch die Zunge und das Gesprochene und die Dankbarkeit durch die gesamten Organe, die Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Verfügung gegeben hat. Das Herz muss daran glauben, dass alles, was ich bekommen habe, von Allah subhanahu wa ta'ala stammt. Das Herz muss wissen, wie groß sind die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala und seine Gunst. Und Allah sagt uns in Surat an-Nahl,
in Vers und Ayah 53, was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah. Wenn das Herz das gespürt hat, dann muss das sich widerspiegeln auf der Zunge. Jetzt soll die Zunge Allah subhanahu wa ta'ala seine Dankbarkeit zeigen. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns im Koran an das Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Als Kind war er ein weises Kind, hat keinen Vater, er war arm. Und plötzlich ist der Prophet reich geworden. Er braucht niemand. Er hat genügend zum Leben. Haben wir solche Situationen in unserem Leben gehabt? Waren wir eines Tages arm? Heute haben wir genügend. War ich krank? Habe ich heute meine Gesundheit? Ich war einsam. Ich habe heute Freunde. Ich war unterdrückt. Ich lebe heute in Freiheit. Ich hatte Gefahren, ich bin heute geschützt. All diese Umwandlungen in meinem Leben kann nicht möglich sein, weil ich mein Land verlassen habe, weil ich ein bisschen Geld bekommen habe, ein bisschen Wissen bekommen habe. Es gibt viele Leute, die ihr Land verlassen haben, trotzdem die Sicherheit nicht gespürt bekommen. Es gibt andere Leute, die ins Krankenhaus gegangen sind und die haben nicht die gleiche Gesundheit bekommen. Andere haben eine Unterstützung bekommen, die sind noch nicht reich geworden. Das heißt, der eigentliche Grund, dass es mir heute besser geht als früher, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten daran erinnert, dass er einmal arm war und es ist schon reich geworden. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten in Surat al-Duha im Vers 11 aufgefordert, und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Wenn du von Allah einen Gunst bekommen hast, dann erzähle davon. Sag Alhamdulillah. Sag danke, lieber Allah. Sag dem Menschen, Alhamdulillah, Allah hat mir gegeben. Und ich hoffe, dass Allah euch gibt. Alhamdulillah, der hat von Allah was bekommen. Und ich hoffe, dass ich auch das Gleiche bekommen werde. Das ist die Dankbarkeit durch die Zunge. Die dritte Form von der Dankbarkeit ist die Dankbarkeit durch die gesamten Organe des Menschen. Dass diese Organe nur das Gute tun sollen und ich muss meine Organe davon schützen, dass sie etwas Falsches tun. Etwas Verwerfliches. Und Allah subhanahu wa ta'ala fordert das Volk und die Sippe Dawud alaihi salam, David, auf: Verrichtet ihr Sippe Dawud eure Arbeit in Dankbarkeit. So sagt der Koran in Surat Saba in Ayah Nummer 13. Tut die Dankbarkeit, verrichtet die Dankbarkeit in eurer Arbeit. Dankbarkeit nicht nur durch das Herzen, nicht nur durch die Zunge, sondern durch die Arbeit von dem gesamten zusätzlichen und restlichen Organen. Aisha, radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Mutter der Gläubigen, hatte gemerkt, dass der Prophet in der Nacht aufsteht und betet, bis seine Beine aufschwollen. Dann hatte sie ihm gefragt, warum er sowas macht, obwohl das Allah subhanahu wa ta'ala ihm verziehen hat. Wenn ich heute die Information bekäme, die sichere Information bekäme, Allah hat mich verzeihen. Ich werde total zufrieden sein. Der Prophet hat die Zufriedenheit schon so formuliert, so gezeigt in Form von seinen Gebeten. Und er hat Aisha schon geantwortet und erwidert: Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Das ist meine Art und Weise, die Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala zu zeigen, dass er mich verziehen hat. Und so sehen wir, wir haben noch vieles zu tun, damit die geistlichen Organe die Dankbarkeit zeigen. Die Augen sollen nur, was halal ist, anschauen und sehen. Und wenn wir was anderes sehen, dann müssen wir schweigen und vergessen. Die Ohren sollen nur das Halal hören und davon erzählen. Und wenn wir was Haram hören,
dann ersticken es, verdecken es, vergessen es. Das Herz, die Zunge und die Organe. Ich habe mir ein kleines Beispiel schon genommen. Es ist in Deutschland im Winter so kalt, minus 20 Grad. Ich habe es erlebt bis minus 32 Grad. Wenn ich weiß vom Herzen, ich besitze einen Mantel, es geht mir noch nicht gut. Ich spüre die Wärme von dem Mantel nicht, wenn mein Herz daran glaubt. Und ich habe wirklich im Schrank einen Mantel. Und wenn ich erzähle davon, ich habe einen Mantel, ich besitze einen Mantel, das ist mein Einkaufscoupon, das ist die Kopie von dem Mantel, ein Foto davon. Es geht mir noch kalt. Nicht nur daran glauben vom Herzen, nicht nur davon erzählen, ist ausreichend, dass es mir gut geht. Erst wenn die Organe arbeiten und ich den Mantel anziehe, dann spüre ich die Wärme. Jetzt bin ich gerettet. Und wenn ich gerettet werde durch die Dankbarkeit, dann muss das Herz davon wissen, muss die Zunge davon sprechen, müssen die Organe das beweisen über ihre Taten. So hat der Prophet sallam uns den Glauben und die Taqwa bekannt gemacht und beschrieben, was die Zunge sagt und von den Organen bestätigt werden. Wir möchten, dass die Organe die Dankbarkeit bestätigen. Wir haben den Monat Ramadan als unsere Chance für all diese Bestätigung für uns, für die Schwächeren, für die Ärmeren, für die Beängstigenden, all diese Menschen in unserem Umfeld, hier und außerhalb. Wir haben eine Verantwortung, den allen gegenüber zu zeigen, die Dankbarkeit. Gibt es Menschen, die trotzdem undankbar bleiben? Ja. Wie sieht es bei denen aus? Darüber sprechen wir morgen, inshallah. Bis dahin möchte ich mich für euch verabschieden. Bitte zu Allah subhanahu wa ta'ala, uns allen unser Fasten anzunehmen und dafür zu belohnen. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.